Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2. Ja, und wenn ihr hier Geräusche hört, wir haben Sonntagmorgen. Es ist jetzt exakt 9 Uhr in der Frühtag der Aufzeichnung der 3. März 2019. So, was ihr jetzt da draußen hört, ich habe die Balkontür offen. Eine verrückt gewordene Katze, die die frische Luft offensichtlich nicht ab kann. Und ihr hört ab und zu Flugzeuge, vielleicht etwas lauter als sonst. Ja, wir haben hier diese Garage gekauft. Nichtsdestotrotz müssen wir mal weiter. Ich habe geschaut, wir haben noch ungefähr, ich glaube, um die 600 Kilometer vor uns. Wir wollen nämlich unser Haus suchen, was wir gekauft haben. Dafür fahren wir nach Aceberg, oder wie das heißt. Tanken brauchen wir noch nicht. Und ja, und wir sind natürlich wieder unterwegs mit unserem Renault. Und da kommt ein Flieger. Ach so. Scheiße, wenn man dumm ist. Ich mag ja diesen Renault. Ich weiß auch nicht, warum SCS den immer noch nicht in-game hat, Mann. Das ist so schade. Jönköping, wir dürften uns demnach jetzt in Schweden befinden. Ja, die Schweden, ne? Ich habe Erdkunde, habe ich immer eine schlechte Zensur gehabt. Ich kannte mich da nie aus. Tja, hab mir in der Schule gedacht, da kommst du eh nicht hin, musst du auch nicht wissen, wo das ist. So, wir müssen blinken. Entschuldigung. Police. Ja, und heute gibt's Navis. Und wie gesagt, wenn ich ansatzweise weiß, wo ich hin muss, gibt es Schilder, nach denen man fahren kann. Also von daher, ja, so ganz grob, ne? Als wir noch keine Navis hatten, habe ich dann immer Routenplaner im Internet gemacht. Das ging dann auch ganz gut. So hatte man ganz grob eine Richtung, wo man hin wollte. Entschuldigung, ich musste gerade nach meiner Katze gucken, die mal wieder in einem Blumenkübel hockt, wo sie nicht hocken soll. Aber sie hat mich schon verstanden. Oh, man blinkt nicht, wenn man in den Kreisel fährt. Aber hier sieht man auch, hier wurde was neu gemacht. Hier sind Stücke in Grau. Eigentlich müsst ihr jetzt hier viermal in der Runde fahren. Sollen wir das tun? Ach, scheiß der Hund drauf. Nee, machen wir nicht. 544. Guck mal, eigentlich hatte ich das ausgeblendet mit F3. Oh, ich bin versehentlich auf die Bremse gekommen. Entschuldigung. Ja, und wenn ich hier fertig bin mit Aufzeichnen, dann wird erstmal lecker gefrühstückt. Mir schön Marmeladenbrötchen und vielleicht noch ein Ei dabei oder so, oder... Kopf ist immer noch nicht ganz klar. Es ist ja, man hat ein paar Tage Urlaub und da schlagen dann die Kopfschmerzen zu. Man hat Ruhe, raus aus dem Stress. Da geht er bloß, ne? So, ich bin gespannt, ob wir unser Haus finden, ob das mit der Promods überhaupt zusammenpasst. Und wo unser Haus da sein soll. Es wird spannend, glaube ich. 544 Kilometer noch vor uns. Vielleicht soll ich die Folge etwas verlängern. Zwischendurch mal gucken, wie weit wir müssen. Was ist mit 6H? 6 Stunden? 6? Hä? 6 Stunden können wir noch fahren in dem Tempo. Ist der Tank leer oder wie? Upsala. Was ist denn das? Da ist auch die Tanknadel. Mhm. Ach ja, der Renault ist schon ein schönes Ding. Wie gesagt, was ich schade finde, habe ich in der Folge von gestern schon gesagt, dass das Siedel-Pack nicht im vollen Umfang funktioniert. Es gibt sehr viele Dinge von Siedel, die sehen Pack, hast nur kein Beifahrer. Das ist schade. So müssen wir unsere Schätzelein zu Hause lassen. Da gibt es dann keinen Parkplatzverkehr. Was willst du denn? Komm, ich setze mich mal hier vor denen. Du fährst da rum, dann fahre ich mal einen Standstreifen. Guck mal, ich verstecke mich.
Entschuldigung. Na, Sheriff, Sportauspuff oder kaputt? Hm? Zu früh eingeschert. Man fährt ja, man überholt ja auch nicht mal einen Standstreifen. Richtige Gangsterfolge. Echt. Nur Gangster machen sowas. Oh, der will uns jetzt ausbremsen, ne? Ja, warte, ist, kannst du nicht schneller oder willst du nicht schneller? Scheiße, gleich haben wir einen platt gefahren hier. Wer jagt hier eigentlich wen? Ja, wie gesagt, Flugzeuge sind natürlich zu hören. Ich weiß, es gibt welche, die sagen, oh, mal vernünftiges Studio und Qualität. Ja, schön. Ich habe kein Studio, ich habe auch kein Geld dafür, ich habe auch keinen Raum dafür, ich habe auch keinen Keller dafür. Also Studio ist nicht und ich kann nicht verhindern, dass die fliegen. Das Einzige, was man kann, ist eben Balkontür zu, dann hört man sie trotzdem. Außerdem denke ich mal, kann man mit leben und bei ETS 2 fliegt der Flieger über uns. Wo ist das Problem? So what, Mann, gib doch mal Gummi hier, du Verbrecher. Dürfen man blöderweise nur 18, das Problem, aber er darf Gas geben. Von daher haut er hoffentlich bald ab. Ich sehe gerade, wir kommen eigentlich ganz gut voran. Wir sind so viele Minuten noch gar nicht gefahren heute. Wollte noch mal ein anderes Soundpack testen, habe ich aber noch nicht gemacht, weil da ein Tanksound bei ist, der mir nicht gefällt. Den musste ich dann rausschmeißen oder ersetzen. Das Problem ist, du kriegst im Netz irgendwie, ich habe schon geschaut, keine vernünftigen Sounds, was so das Tanken betrifft. Also jetzt zum Beispiel so LKW-Betankung. Und das Betanken selber ist in Ordnung. In dem Moment, der ganze Rest aber, weißt du, Tankdeckel wieder ausschrauben, einsteigen, anschnallen, bevor du dann losfährst, das geht mir auf den Sack, das dauert mir zu lange. Will ich nicht, mache ich nicht und ja, von daher, ich muss es noch bearbeiten in aller Ruhe. Und habe ich bis jetzt noch nicht, ich muss mal gucken, ob ich es mache oder nicht. Ansonsten ist das hier so mit den Sounds soweit in Ordnung. Wo es mir halt, der Soundpack selber scheint ja zu laufen. Mit den Realistic Motors und Auspuffanlagen und so weiter. Was mich ja halt nur gestört hat, ist aufgrund der Pro-Mods, der Mod nicht mehr funktioniert hat, der die Lautstärke in der Innenkabine erhöht. Weil so schalldicht abgeriegelt ist ein LKW nicht, dass ich den anderen drin Verkehr nicht höre. Bock, Scheiße zu bauen. Habe ich jetzt Bock drauf? Pass mal auf. Da unten ist eine Straße. Und jetzt machen wir nämlich Folgendes. Der fährt da rum. Wir machen Kamikaze. Jawoll. Und hier wieder hoch. Nein, Aloy, du bist nicht rollig. Du bist morgen operiert. Vielleicht auch Hunger. Gleich mal Futter hinstellen, frisches. Ab heute Abend 20 Uhr darf sie ja nicht mehr. Ich sagte schon. Nicht nachmachen. Ich habe den so noch nie von vorne gesehen im Dunkeln. Der sieht ja richtig Hammer aus, ne? Nicht nachmachen im realen Leben.
sollten wir runter, oder wie war das? Hast du es mitbekommen? Ja, hat er. Alter Schwede, eine Gangsterfolge. Eine richtige Gangsterfolge. So. Jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg hier. Der Herr sprach, du bist auf dem richtigen Weg, mein Sohn. Ich sprach, ich bin nicht dein Sohn. Wir wollen jetzt aber nicht religiös werden hier. Ups. Na, hast Angst? Gib Gas, Mann. Ich hab das Blinken vergessen, aber egal. Wir sind ja heute als Gangster unterwegs. Gangster von. So, Karlsberg. Oh, jetzt geht die Katze kacken, ne? Und dann ist sie wieder friedlich. Ich glaube, die hat eine schlechte Verdauung. Eieiei, das war aber ein Hoppala. Der hat uns aber richtig nach rechts geschmissen, wa? Der Trailer da würde gut zu uns passen, dieser gelb-schwarze. Ich denke mal, dass wir in der nächsten Folge dann hoffentlich unser Haus finden werden. In Paris haben wir im Übrigen auch noch eins. Können wir auch nicht planen. Vielleicht finden wir ja eine schöne Fracht nach Paris. So. Wir fahren hier drunter her. So, hier ist jetzt Vorfahrt achten. Na gut, da kann man gut reinschauen in die Kreuzung. Das passt schon. Aber bis ich hier vorne bin, ist ja der nächste Verkehr schon wieder da. Ne? Malmö, hier sind wir also schon. Dann geht's gleich rüber nach... Ist Malmö schon Norwegen? Schlagt mich. Malmö, ich bin mir jetzt gerade gar nicht... Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt echt nicht. Gucken wir mal hier auf die Map. Da müssen wir hin, nee. Kopenhagen, Malmö. Das ist auf jeden Fall Norwegen. Kristiansand. Nee, das müsste Oslo. Oslo ist auch Norwegen. Wo geht denn die Grenze? Hier runter oder geht die hier runter? Bin mir jetzt echt nicht. Egal. Ich sag ja, Erdkunde 6. Ich musste das nie wissen, wofür auch. Nee, Malmö. Egal. Egal! Mann! Zu erzählen, warum du einfach bremst? 10 Kilometer Platz zwischen dir und dem Bus und du bremst schon. Und jetzt von hinten auch noch einer. Also mal. Mach, dass du wegkommst. Ich sage ja nur Verbrecher heute. Ups, bisschen sportlich hier, wa? Sportlicher Kreisel. Bisschen sinniger fahren hier.
So, Folgenlänge erfüllt. Da hinten ist ein Rastplatz, an dem werden wir jetzt gleich einmal, beziehungsweise Grenzübergang, Mautstation. Da werden wir dann mal anhalten. Und eine wohlverdiente Pause einlegen. Gibt's nicht mal Schranken? Guck mal an, du. Fahren wir hier jetzt rum? Ach, wir fahren hier drauf. Passt. Die können wir auch eine Runde schlafen. Ja, in diesem Sinne, falls euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, klickt die Glocke, dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen früh an dieser Stelle wieder. Ich bedanke mich und sage bis dahin erstmal ciao, ciao, macht's gut, bis dann.